zu verbinden. Liebe, Zeit, Tod. Diese drei Dinge verbinden alle menschlichen Wesen auf der Erde. Wir sehnen uns nach Liebe, wir wünschen, wir hätten mehr Zeit und wir fürchten den Tod. Haben Sie ein Kind verloren, Howard? Howard ist ein brillanter, kreativer, charismatischer Mann, der das Leben geliebt hat. Inzwischen hasst er es. Ich versuche mit ihm zu reden, ich versuche zu ihm durchzudringen. Er ist nicht da. Ich vermisse ihn. Er schreibt Briefe. An wen? Howard schreibt keine Briefe an Menschen, er schreibt an Dinge. Zeit, Liebe, Tod. Kinder schreiben Briefe an den Weihnachtsmann. Das heißt nicht, sie sind verrückt. Nein, das ist therapeutisch. An wen ist dieser Brief gerichtet? Ich habe ihn an den Tod geschrieben. Es freut mich sehr. Und dir gefällt's auch, ich bin sicher. Nein. Die Leute schreiben unentwegt an das Universum. Die meisten erhalten keine persönliche Antwort. Du jedoch schon. Ich will das nicht. Ich bin die Zeit. Ich bin ein Geschenk und du vergeudest es. Sie werden mich für verrückt halten, aber ich führe Gespräche. Ich bin die Liebe. Versuch nicht, ohne mich zu leben, Howard. Ich sah dich in ihren Augen, als sie Daddy zu mir sagte. Und du hast mich verraten. Ich bin der Grund für alles. Wenn du das akzeptierst, lebst du vielleicht wieder. Er wendet sich an den Kosmos und hofft auf Antworten. Es geht hier um so viel mehr, als du überhaupt verstehen kannst. Sie haben ein Geschenk erhalten. Das Geschenk einer tiefen Verbindung zu wirklich allem. Halten Sie Ausschau danach. Ich verspreche Ihnen, es ist da.